Es war mal ein ganz gemeiner Tyrann, der schnauzte, was ich halt der Untertan an. Die mussten sich schinden bei spärlichen Happen und durften dazu recht viel Steuern berappen. Da meinte Herr Damon, ein Demokrat, jetzt Brüder, passt auf, ich dreh eine Tat. Und schon wär's der Nein in der Aktenmappe, 5 Handgranaten, die waren nicht von Pappe. Drauf schlich er sich hin bei den Besen-Tyrann und brannte dazu eine Zigarre sich an. Das durfte er nicht machen, die hatten verraten, zwar eben noch ein Neiling in Attentatsdaten. Nur wurde mein Damon mit großem Gebrill von Herrscher geschlebt und er fragt, was er will. Ich wollte dich eigentlich greilich ermorden, doch wie du ja siehst, ist eine Straße geworden. Drauf feigst recht hänig der Besen-Tyrann, der wolltest mich täten, ne gucke doch an. Dann rief er die Knechte, 2 rohe Garnalschen, kommt her jetzt und leiert dein Gerne von Galschen. Nun muss es denn gleich sein, das geht nicht so schnell, sprach Dame unter Hand Granatenrebell. Erst muss ich mal runter nach Wurzen, mein Bester, da heirate Clara von mir eine Schwester. Ihr Liebster ist Galle, von dem sie einen Sohn hat, und nun ist sie schon wieder im 7. Monat. Ich stell eure Bärchen in Baule aus Bonne, den kannst du an meiner Stadt morgens in der Sonne. Na schön, meinte Dionys Bündlin dazu, mir ist es ganz wurscht, Bammelbau oder du, denn das gab der Dame und gehen wieder zurück. Das glaubt der Herrscher nicht einen Augenblick. Kaum war nur die Clara, die Frau von ihr Mann, lief heim, Herr Damon, so schnell als er kann. Doch kurz noch vom Ziele, da fängt's an zu gießen, als wollte die Erde in Suppe zerfließen. Herr je, schrie der Arme, soll ich denn verderben? Das ist ja abscheulich, dann jetzt auch geschehen. Und weil ja eh Unglück kommt selten alleine, rutscht auch noch die Brücke fort, das war gemein. Egan war zu sehen, da rief Damon, verdimm ich, ich bin ja zwar wasserschei, aber jetzt schwimm ich. Und glücklich erreicht er der andere Seite, da huckt offen zu eine grässliche Meide. Von Reibern und Mördern mit Spießen und Stangen, die wollen dich Herrn Damon zum Armbrote fangen. Der aber nicht fault, macht sie alle vom Kopf und flitzt dann drauf los in gestreckten Galopp. Doch kaum ist er 20 Minuten gerannt, da kommt eine Dame dodschick elegant. Die schmeißt einen Blick zu, da geht ihn durchs Mark. Jetzt Damon sei tapfer, jetzt Damon sei stark. Wir kennen uns doch, Kleiner. Mein zärtliches Siese, schon zu den Herrn Damon, de Knie und de Fiese. Da denkt er an Bauschen und brillt heide nicht. Der hübsche Gurgotte zieht weiter ihren Strich. Noch wilder tut Damon drauf rasen und jagen, schon sieht er von ferne de Gärsterne ragen. Da fiel der Ämt, jetzt wird er greifen dein Baul und saust nach dem Ziel wie ein wahnsinniger Gaul. Verliert seine Latschen, ein Schirm und de Brille, doch's ist'n egal, kein Moment steht er stille. Fliegt übern Wärschchen, man sterzt durch ne Scheibe und landet vom Galschen mit bebornden Leibe. Ha, Brüders und Henker, das kennt euch so passend, gleich lässt er mein Baulchen los, mich musste fassen. Na nu, mein betabberter Bese, der ran, da kommt der Westnäppchen, der Esel noch an. Doch weil alle Leute so jubeln und schreien, da lädt er die Beten zum Dauerschgott ein. Und flüstert zum Scharfrichter, bis ohne Sorgen, wir hängen sie in aller Gemütlichkeit morgen.